Willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Mist Survival. Ja, bis eben lag hier mir Kate noch zu Füßen. Da ist sie, die Schnecke. Gut, ich habe ein bisschen zwischen den Aufnahmen gemacht, aber es ist wirklich nicht viel. Das zeige ich euch auch gleich mal. Ich habe hier überall Blaupausen hingestellt für die komischen Scheinwerfer, für die Flutlichter und Scott ist mal wieder so durch ein Tor zu öffnen. Naja, ist ja nichts Neues. Ja, den habe ich auch noch geholt. Wie man gerade sieht. Stimmt, habe ich was vergessen. Das ist ja auch, der ist so unwichtig. Der ist so unwichtig, der ist so unnütz. Was habe ich noch gemacht? Ich habe noch ein paar Erze geschmolzen. Ich war noch in der Mine, habe das auch eingeschmolzen. Aber das haben wir alles schon nicht nur einmal gesehen, sondern schon mehrmals gesehen. Und jetzt wollte ich eigentlich noch ein bisschen Munition noch herstellen. Die aber hinten und vorne nicht reichen wird. Ganz klare Kiste, ne? Das wird hinten und vorne alles nicht reichen. Schwefel habe ich diesmal nicht so wahnsinnig viel gefunden. Was sehr, sehr schade ist, aber gut. Was haben wir hier? Kupfer? Kupfer? Brauchen wir nur noch so wenig Kupfer? Ah, ja, stimmt, da war ja was. Ich habe ja noch mehr drin. Ich habe ja noch viel, viel mehr drin. So, Brass, genau. Und Iron Ingots. Die Iron, die habe ich... ja, die haben wir en masse noch gefunden. Da gibt es wirklich nicht zu wenig von. So, Kupfer... Und glaube davon, Zink ist glaube ich, da brauchen wir glaube ich bloß die Hälfte davon. Glaube ich, das hat bisher jedenfalls immer so geklappt. Ja, stimmt. Die Hälfte. Meld. So, dann wollen wir gleich mal, dafür gehe ich lieber wieder rein. Dafür brauchen wir wieder Mortar und Pestel. Also Mord und Pest. Was wäre das tun da in der Ecke, Rachel? Hm? Süße Schnecke. Ja gut, das nennt sich Ecke. Das nennt sich Hausecke. Also Raumecke. Okay, gut, alles klar. Die schnellste sowieso nicht. Wo haben wir denn unseren Mortar jetzt? Hier haben wir den Mortar. Und da... Ach ja, der... Dieser Typ, weißt du? Ja. Wieso kommt nochmal aus der Ecke raus? Das ist ja echt abartig. Ja. Ah, okay. Cool. Von mir aus. Mir soll es recht sein. Alles klar. So, jetzt wollen wir erstmal ein bisschen schrubbeln hier. Sulfur, nämlich Schwefel. Davon machen wir Schwefel mit Ä. 10 Schwefel. Dauert 1,5 Stunden. Na gut. Ja, was wollen wir in dieser Aufnahme machen? Ja, das, was wir in der letzten Aufnahme eigentlich schon hätten machen wollen und sollen und können und müssen und tralala, aber haben wir nicht gemacht. Nämlich, aber den haben wir letztes Mal auch erst gefunden. Ich möchte gerne den Pickup aus dem Stauder holen. Und was ich noch möchte ist, was möchte ich noch? Ach ja, die Militärbasis finden. Die Militärbasis. Warte mal, ich habe hier doch noch irgendwo noch einen gesonderten Schrank gemacht. Hier? Nein, das ist er nicht. Den habe ich zwar gemacht, aber da habe ich nur das Leder reingeschmissen. Da haben wir. Hier haben wir jetzt den ganzen Kram drin. Zum Herstellen von Schießpulver. Reicht das auch mit der Kohle? Ich hoffe ja, ich weiß es nicht. Oh, oh. Ja dann. Ciao. Alles klar, jetzt müssen wir erstmal kurz abwarten. Diese Weiber. Die meine Türen offen lassen. Wir gucken mal. Lass die Tür zu. Lass die Tür zu, Schnecke. Sowas. Rennt hier quer durchs Haus ständig. Mann, 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 Mann. Diese Tür. Ich glaube, ich sollte den mal hier mal den Zugriff hier für die Tür mal. Für den Raum hier mal untersagen. Hallo. Hast du doch meine Tür gefunden? Das ist schön. Was wollte ich jetzt gucken? Ich wollte im Inventar gucken, ob wir noch Kohle am Start haben. Haben wir. Das heißt, wir haben. Noch ein bisschen Schießpulver übrig, das ist gut. Moment, dafür brauchen wir auch noch 2, auch das noch. Ja, gut. Ist ja nicht schlimm. So, schmeißen wir den gleich wieder nach draußen. Das kommt hier wieder rein. Jetzt wollten wir machen schöne Sachen. Gucken wir mal. So, Gaff-Ammo. Gauge. So, schauen wir mal.
Mal gucken. Jawohl. Schießpulver reicht dafür. Das ist ein Traum. 26 Schuss reicht immer noch nicht weder hinten noch vorne für den komischen Berserker, aber gut. Den habe ich auch wieder besucht, weil ich hatte da noch ein paar Erzreststücke, also von Schwefel hatten wir noch ein paar Reststücke noch liegen lassen, die wir letztes Mal nicht mehr mitgekriegt haben. Da habe ich ein paar von aufgesammelt. Naja. Das Übliche, wenn man irgendwas liegen lässt. Was haben wir noch? Ach ja, die Barren müssen wir noch wegschmeißen. Barren waren hier drin. Genau. Wie man sieht, ich habe jetzt 8 von den Dingern. Davon haben wir jetzt 18. Los, damit ich langsam. Das war noch in der Schmelze drin. Bretter. Nägel. Nägel wollte ich auch noch mitnehmen. Das hat aber auch einen bestimmten Grund, den ich euch gerade nicht nennen kann, weil, warum? Nein, nicht warum ich euch den nicht nennen kann, den kann ich euch nennen. Und zwar wollte ich ursprünglich eigentlich ein paar Stühle bauen, damit wir auch den Nebel unterwegs abwarten können. Aber wofür? Weil dafür müsste man wirklich in Sicherheit dann sein und hier gibt es so ganz wenig Sicherheit nur. Nein, ist falsch. Hier. Tun wir nochmal ein bisschen unsere Destille auf. Quatsch. Ich wollte sagen, wir füllen etwas die Flasche auf, aus der Destille. Mann. Gut, dann schauen wir hier nochmal. Nehmen wir so ein Döschen mit. Und so ein Döschen nehmen wir auch mit. Oh, von mir ist auch 2. So. Gut, dann haben wir alles zusammen, hoffe ich. Jetzt müssen wir noch ein paar andere Teile noch mitnehmen. Nämlich Räder, 4 Stück, eine Batterie, Zündkerze und einen Motor. Ach, stimmt ja. Und Benzin, weil das Ding wird bestimmt leer sein. Treibstoff. Naja, 20 Liter. 1,24 Liter, das wird nicht reichen, aber... Und wir, vor allem, wir müssen leider zu Fuß hinlaufen. Der Typ. Der Schrank ist auch neu, da habe ich jetzt Reifen reingepackt. 1, 2, 3. Und hier hatten wir auch noch irgendwo einen. Da hat nämlich nicht mehr reingepasst. So. So kommen eine Batterie, eine Zündkerze und ein Motor. So, und jetzt heißt es zu Fuß, zum Stau. Eieieiei. Oh. Borke. Kommt hier Borke her? Blätter. Ja, schön, dass wir es jetzt alles hier noch so finden. Das finde ich toll, finde ich klasse. Erste Sahne, aber das ist gerade ein bisschen ungünstig. Müssen wir bloß wieder wegpacken. Na gut. Mal rein. Ah, geh aus dem Weg. Mach mal die Tür andersrum auf. So. So, Blätter. Borke. So, jetzt geht's aber los. Jetzt aber los hier Richtung roter Truck. Ja. Ach Moment, ihm müssen wir auch noch eine Freigabe geben, damit er auch irgendwo pennen kann. Dann schläft er irgendwo. Zack. Ach, hat er sogar noch. Na gut, alles klar, dann brauchen wir ihm nichts geben. Dann hat er noch alles. Oh, diese... Ah. Also manchmal wünschte ich mir wirklich den Tod. Also wirklich war es ist... Gut, einmal speichern. Save Game. Saving, Game Save, tralala. Alles gut. Hühner fangen müssen wir auch noch. Aber nicht jetzt. Jetzt holen wir erstmal den roten Pickup Truck. Ich hoffe, da passt auch alles dran. Moment, da können wir eigentlich hinten rumlaufen. Ich sollte nicht laufen, dass wenn wir laufen müssen, dass wir dann auch laufen können. Nämlich weg. Vor einem Bären zum Beispiel. Aha. Gut, das heißt, wir sind schon nah dran, hoffe ich. Ja, hier ist schon der Umgekippte. Das ist gut, das freut mich. Ja, ich weiß, wir hätten auch mit unserem zweiten Wagen auch hinfahren können, aber nee, gerade nicht. So, nirgends wäre was drin. Also es respawnt gerade überhaupt nichts mehr. Übrigens auch nicht die Matchbox-Autos. Die respawnen auch gerade null. Leider. Aber gut.
So, Taschenlampe machen wir mal aus. Nicht, dass wir gleich gesehen werden. So, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen schleichen, weil ich weiß nicht, wie die Banditen hier spawnen. Eigentlich spawnen die nur, wenn wir mit dem Auto hier langfahren. Aber irgendwie war das in der letzten Aufnahme meiner Erinnerung nach nicht so. Da war das irgendwie ganz anders. Wir rennen trotzdem mal ein bisschen. Und da steht die geile Juckelmöhre. Alter, das ist so ein geiler Truck. Hammer. Oh gut. Jawohl. Ja, dann mal rein damit. Rotor. Jawohl, Zündkerze. Hätte eigentlich noch ein bessere sein können, aber gut, was Besseres hatten wir gerade nicht. Das dauert aber auch. Mist, Survival, hier steht's. Geil. Sogar auf dem Kennzeichen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie der sich fahren lässt. Wahrscheinlich aber nicht anders als alle anderen. So. Wow. Der ist mal groß. Und hat aber keinen Kofferraum, oder? Na doch. Aber nee, eigentlich auch wieder nicht. Open Trunk, man kann nicht reingucken. Also er hat keinen Kofferrauminhalt. Das ist ja nicht so schön. Na, jetzt müssen wir auch noch ein bisschen Sprit auch noch auffüllen. Zack, fill the tank. Reichen. 9,18 Liter. Reichen. So. Hört sich sogar genauso an wie alle anderen. So ein bisschen höher. Naja, von der Textur von innen noch ein bisschen matschig, aber geht eigentlich. Eigentlich ganz hübsch. Und wie ihr zerballert uns jetzt unsere neue Karre. Okay, die haben es nicht gemerkt. Oder haben es gemerkt, aber haben sich da gerade irgendwie verbackt. Ich weiß auch nicht, was da los war. Aber es interessiert mich auch gerade überhaupt nicht. Wir fahren jetzt erstmal zurück zu unserem Häuschen. Damit wir diesen schicken Pickup da erstmal abstellen können. Abstellen. Alter, ist das ein hohes Teil. Wow. Also schließlich ist es genauso beschissen wie in den anderen. Leider. So, ist das jetzt hier gewesen? Hier war das doch irgendwo. Hier war das doch irgendwo. Ich sehe überhaupt nichts. Nein, nee, hier war das nicht. Aber gut, wir können uns trotzdem hier irgendwie durchwurscheln. Bestimmt passt alles durch. Naja, oder auch nicht. Nein, passt nicht. Gut. Na, herrlich. Alles klar, wo ist jetzt der Weg? Ist hier der Weg? Hier könnte eine Art Weg sein. Hier ist ein Weg. Alles klar, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Gut, jetzt haben wir noch eine Karre hier. Die stellen wir mal erstmal gekonnt auf den Hinterhof. Zu unserem anderen geklauten Auto. Eigentlich ganz hübsch. Nur los. Alter, das Tor ist vielleicht doch ein bisschen eng. Für so eine große Juckelmöhre, aber was willst du machen? Ich muss ja auch irgendwo hin. Nee, ist vielleicht nicht so gut. Der Parkplatz ist vielleicht nicht unbedingt der beste. So vielleicht, so? Ach, weiß ich nicht. So. Oh, wir steigen auf der Beifahrerseite aus. Das ist neu. Gut. So, jetzt würde ich sagen, jetzt legen wir uns erstmal wieder schlafen. Oh, lieber Gott. So. Ach, Kate. Gut, es ist noch sehr früh, aber gut, dass wir sie machen. Wir müssen auch in aller Herrgottsfrühe los zur Militärbasis, also Richtung Militärbasis.
Bin ich ja mal gespannt, ob das was wird. Drink until enough. Gluck, 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 gluck. Klar, gleich zum Frühstück, so eine Büchse mit Fleisch. Mhm, warum nicht? Mache ich auch im RL immer so. Also sie schläft noch, ist aus dem Latschen gekippt. Ist wieder irgendwo einer unterwegs, auch nicht schlecht. Das mit der Beleuchtung, das machen wir später. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nicht jetzt. Ja, das ist noch ein bisschen buggy. Da kann man, glaube ich, eigentlich nichts draufstellen. Aber, na gut. Hat trotzdem geklappt. Militärbasis. Wie sieht es mit uns aus? Ja, wir sind ganz gut ausgerüstet. Ist hier auch noch alles gut? Ja. Na denn. Richtung Militärbasis. Jetzt wollen wir mal sehen, ob wir sie auch auf Anhieb finden. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Es ist immer noch von über einer Woche meine Information. Und ich hoffe, dass die auch noch dort ist. Also die Militärbasis, nicht die Info. So, wir schauen einfach mal. Ich weiß auch nicht, ob man da überhaupt mit dem Auto hinkommt. Ich bin mir nicht sicher. Na, brr. Ich glaube, hier müssen wir durchaus hoch. Ja, ich glaube, hier hoch ging das irgendwie. Wir versuchen mal unser Glück, ne? Vielleicht mal zwischendurch mal speichern nochmal. Falls wir unser Auto wieder auf die Seite legen. Gut, jetzt haben wir natürlich nicht genug Schwung. Ja, quäl die Bude hier hoch. Sehr schön. Gut gemacht, gut gemacht. Ich weiß nämlich nicht genau, wie ich da hinkomme. Aber wir versuchen mal unser Glück, nicht wahr? Wir versuchen es einfach. Wenn nicht dauernd irgendwelche Bäume im Weg stehen würden, würde das auch alles ein bisschen reibungsloser passieren. Aber, naja, die ein oder andere Schramme müssen wir halt verkraften. Was ist das? Was ist das im Bau? Ach, das Ding. Ja, gut. Von mir aus. Das müssen wir links liegen lassen. Im wahrsten Sinne. Und dann geht es jetzt hier vielleicht mal lang. Und für den Rückweg, da suchen wir uns dann irgendwie mal eine Straße oder so. Mal gucken. So. Wir müssen mal kurz anhalten. Okay, da ist es. Da geht es dann rein. Wie kommen wir da hin? Da ist ein großer See. Kennen wir diesen großen See? Boah, ich weiß es nicht. Das heißt, wir müssen hier weiter lang. Okay. Fahren wir hier mal am Abgrund entlang. Okay, also die Militärbasis haben wir gefunden. Nein, die Militärbasis noch nicht, aber diesen vorherigen Schutzbereich da. Den haben wir gefunden. Ach, hier geht's schon runter. Das ist schön, das ist cool, das ist klasse. Sehr schön. Steht denn sonst noch irgendwas? Ich meine, ich möchte erstmal gucken, wie ich hier wegkomme. Ach, hier, ja klar kennen wir den See. Natürlich kennen wir den See. Das kennen wir auch. Da waren wir sogar schon. Bei dem Plastikauto. Alter. Wie ist das? Ja gut. Dann nehmen wir hier doch mal nochmal hier was auseinander. Nein, nicht mit der M4, sondern hier mit dem Hämmerchen. Ganz einfach, weil unsere Flutlichter dann doch einiges an Material verbrauchen. Deswegen müssen wir ein bisschen mehr auseinandernehmen. Aber hey, was soll's. So. Ich hoffe nur, dass Scott, Rachel und Kate keinen Unfug da zu Hause treiben. Das wäre echt nicht wahr. Weil es ist immer schön zu wissen und zu sehen, dass es noch ein Zuhause gibt zum Nachhausekommen. Ist immer sehr angenehm. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas? Irgendjemand? Außer ein sehr harter Lappen.
Nö, sonst ist hier nichts. Oh, ist gut. Ist okay. Aua. So, das heißt jetzt aber... Gucken. Wo müssen wir hin? Hier diesen Weg jetzt folgen. Ja, hier war ich schon.